Was ist, wenn die Stadt nicht fehlerhaft ist? Eine Sache muss nicht geordnet sein und einen Zweck haben, um sich selbst zu kennen. Was ist, wenn diese Widersprüche Stärken sind, die du nicht erkennst? Auf deine Frage eine Gegenfrage. Was ist, wenn die Stadt fehlerhaft ist und voller Widersprüche steckt? Auf deine Frage eine Gegenfrage. Du behauptest, das Dasein dieser Stadt sei fehlerhaft. Du nimmst das einfach so hin, anstatt nach etwas Besserem zu suchen. Das deutet darauf hin, dass du fehlerhaft bist und dass du nicht nach Wissen suchst, sondern nur nach einer einfachen Antwort. Dakon verstummt. Wir können die Antworten auf unsere Frage nicht kennen. Die Stadt existiert, das ist alles, was zählt. Trotzdem würde ich behaupten, dass wir uns selbst durch die Frage kennen, die wir stellen, und die, die wir nicht stellen. Wenn wir aufhören, Fragen zu stellen und nur akzeptieren, was wir sehen, dann hören wir auf, uns selbst zu kennen. Dakon spricht jetzt mit einer etwas tieferen Stimme. Solche Worte sind bereits zuvor gesprochen worden. Ich habe sie gehört und kenne sie. Er hat gehört, was wir uns gerade ausgedacht haben? Wo hast du sie gehört? Die Worte gehören mir. Früher kannte ich sie und wusste, was sie bedeuten. Ich hatte sie vergessen, bevor ich sie von dir gehört habe. Dakons Blick durchdringt dich. Seine Klinge verliert plötzlich ihren Glanz. Sie verblasst immer mehr, bis sie zum Schluss ganz durchscheinend ist. Nach einem Augenblick des Schweigens blickt Dakon zu dir auf. Ich würde dich auf deinem Pfad begleiten. Das kommt jetzt unerwartet. Aber wir können jede Hilfe gebrauchen. Okay, eine zusätzliche Klinge könnte ich gut gebrauchen. Dein Weg ist mein Weg. Seine Stimme hört sich seltsam weit weg an. Sie hallt, als spreche er aus großer Entfernung. Na gut, gehen wir. Also wir kennen etwas, was er einmal geschrieben hat. Das heißt, wir kennen ihn wirklich von früher. Und da er sich so geweigert hat, uns zu sagen, ob er uns kennt, muss da irgendwas passiert sein. Schauen wir erstmal, was er so dabei hat. Er hat sein Schwert, eine Rüstung, einen komischen Kreis. Der ungebrochene Kreis von Cersimon. Dieser kleine runde Stein ist der ungebrochene Kreis von Cersimon. Der ungebrochene Kreis ist ein religiöser Zers-Text, der die Lehren Cersimons enthält, des Gründer des Volkes der Giserei. Der Kreis besteht aus einer Reihe verketteter Kreise, die sich aufeinander entfalten, je nachdem welchen Zweig der Lehren der Leser folgen möchte. Man sagt, dass manche Zers jahrelang über den Kombinationen der Platten brüten und nach neuen Bedeutungen der Lehren suchen. Dakon scheint den Text als eine Methode zum Konzentrieren seiner Zauberkraft zu nutzen, denn er brütet gelegentlich über der Tafel und lernt die Worte auswendig. Die Komplexität der Plättchen und ihrer Kettenglieder zeugen davon, dass der Text von Meisterhand gefertigt wurde. Du kannst allerdings nicht herausfinden, wie man die Plättchen voneinander trennen kann. Vielleicht müssen wir erst irgendetwas kennen, um den Gegenstand zu benutzen. Das könnte natürlich sein. Na gut, was hat er denn noch? Er hat einen flüsternden Flakon. Dieses Behältnis erhält ein sonderbares Pulver namens Wispernder Staub. Freie Übersetzung des Giss-Ausdruck. Eine Art Heilpulver, der vor allem von den Giserei dem Limbus verwendet wird. Sobald der Stöpsel gezogen ist und das Gewürz die Haut des Verwundeten berührt, durchzieht es den verletzten Körper und erzeugt dabei verschiedene Grundstoffe, mit denen die Löcher im Körper gestopft werden, wie klein oder groß diese auch sein mögen. Damit das Pulver wirken kann, muss sich der Anwender voll auf dessen Heilwirkung konzentrieren. So kann ein erfahrener Giserei mit der entsprechenden Disziplin selbst die größten Wunden heilen. Zusätzlich zu einem heilenden Eigenschaft wird das Gewürz auch bei diversen Riten verwendet. Man glaubt, dass es auch die Löcher in der Psyche eines Menschen füllen und ihn so Zuversicht und Fokus verleihen kann.
Wir haben gerade sehr viele Löcher im Körper. Aber anscheinend kann nur Dakon das benutzen. Darauf kann ich nicht verzichten. Na gut. Halte aus. Schauen wir mal, was für Zauberfertigkeiten er hat. Ausharren. Er hat den Willen versenken. Das ist ein Schutzzauber. Wenn dieser Zauber angewendet wird, erhebt sich eine magische kugelschützende Energie, die den Empfänger vor Angriffen aus allen Richtungen bewahrt. Der Zauber gewährt Rüstungsklasse und plus 1 auf Rettungswürfe. Ein Schutzzauber ist immer gut. Was haben wir hier? Dieser Zauber beschwört ein magisches Geschoss darauf, das sein Ziel unfehlbar trifft und Schaden anrichtet. Und je höher die Stufe des Magiers, desto mehr Geschosse kommen. Ein Angriffszauber ist schon ein wenig praktischer. Nehmen wir nochmal einen von. Schrift des Stahls. Die Schrift des Stahls gewährt allen Wesen in einem Radius von 15 Meter ab dem Anwendungszeitpunkt, die dem Spielercharakter gegenüber freundlich gesinnt sind, plus 1 auf Trefferwürfe und Rettungswürfe. Also wenn er das zaubern würde, könnten Morte und der Namenlose besser angreifen. Vilquas Auge. Vilquas Auge wird dem eingebrannt, der dumm genug ist, den Anwender zu verärgern. Vilquas Kurzsichtigkeit wird zur Sicht des Ziels und bald erscheint in ihm Welt verschwommen und dunkel. Dadurch treffen also die Gegner schlechter. Und im zweiten Grad haben wir Stärke des Einen. Dieser Zauber erhöht den Stärkepunkt des Ziels um eine gewisse Anzahl von Punkten, die nach Rassen- und Klassenbeschränkung qualifiziert sind. Der Zauber kann keine Stärke von 21 oder mehr verleihen. Okay. Gut. Jetzt sind wir schon zu dritt unterwegs. Dann können wir auch gleich die Last ein wenig verteilen. Also, das kann dahin. Die Runen geben wir erstmal ihm. Den Rubin auch, das ist ja auch was für Magier. Den Ring behalten wir und den Krimskrams kommt hier alles in die Ecke. Der linke Arm auch. So, mit wem können wir hier noch sprechen? Mit ihm hier. Du siehst einen Mann, der regungslos dasteht. Er zuckt nicht einmal mit der Wimper. Bei genauerer Betrachtung könnte man meinen, dass er nicht atmet, sondern einfach nur so dasteht. Seine Augenhöhlen sind klaffende Löcher in seinem Gesicht. Daran schimmert ein mattes, graues Licht, das aufgeregt zu tanzen scheint. Der Blick in den Augenhöhlen vermittelt das unheimliche Gefühl unendlicher Leere, das dich erschauern lässt. Als würdest du der Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Der Kopf schwenkt langsam zu dir. Während der Bewegung scheint sich unter der Haut kein einziger Muskel zu bewegen. Der Mann spricht mit klarer, glockenheller Stimme. Schön, dich zu sehen, Streuner. Du hast schon wieder vergessen, nicht wahr? Das hört sich wirklich so an, als wenn er uns kennen würde. Kennst du mich, Fremder? Als er den Mund öffnet, überkommt dich wieder dieses Gefühl der Ewigkeit. In seinem Mund siehst du weder Zunge noch Zähne, als wäre dieser Mann eine Hülle, die einem grenzenlose Weite umschließt. Wir haben uns schon mal unterhalten, aber das vergisst du ja immer. Deine unaufhörliche Suche nach deinem Selbst endet jedes Mal im Gedächtnisverlust. Immer wenn du die Wahrheit fast gefunden hast, wirst du erneut zurückgeworfen. Hoffen wir, dass du stark genug bist, deine Existenz zu ertragen. Was weißt du von mir? Woher weißt du das alles? Ich weiß, dass du wie eine Fliege aus deiner alten, kaputten Hülle kriechst, eine Weile umherschwirrst und dann am Fenster der Wahrheit verendest. Du klebst an der Scheibe, suchst völlig planlos nach dem Licht und wenn die Suche erfolglos bleibt, überfällt dich Erschöpfung. Du setzt dich auf andere nieder, um dich eine Weile von ihnen zu ernähren und dann fliegst du weiter, ohne auch nur einen weiteren Gedanken an sie zu verschwenden. Ich habe beobachtet, wie du hierher kamst, habe dir zugehört und gesehen, dass du am Ende kein bisschen klüger warst. Wann lernst du endlich aus deinen Fehlern, Suchender?
ich glaube nicht, dass dein Ton mir gefällt. Obwohl er nicht lächelt, wirkt sein Ton voll amüsiert. Willst du alle Probleme lösen, in denen du blind weiterkämpfst? Bist du wirklich nur ein stechendes Insekt? Oder lernst du irgendwann in deinem erbärmlichen Leben doch noch zu denken? Na gut, wer bist du, dass du es wagst, in dieser Weise mit mir zu sprechen? Ich bin O. Irgendwie spricht er seinen Namen so aus, als handelt es sich dabei mehr um als einen einfachen Buchstaben. Als berge der Klang seines Namens unzählige Möglichkeiten und Nuancen in sich. Keine menschliche Zunge könnte je einen solchen Laut erzeugen. Und wer bist du jetzt genau? Es ist mein Name. Der Name eines Stückchens Ewigkeit. Ich bin ein Buchstabe des göttlichen Alphabets. Mich zu verstehen, kann dazu führen, das Wesen der Existenz zu verstehen. Ich bin im wahren Namen der Hälfte aller Dinge enthalten. Und ich selbst enthalte die Wahrheit. Ich bin mathematisch, organisch, metaphysisch. Und was soll das heißen? Das göttliche Alphabet ist im Namen aller existierenden Dinge enthalten, vom Samen im Herzen der Elementarebenen bis zum Kern des großen Jenseits. Meine Brüder, Schwestern, ein einziger Begriff formt sich in deinem Kopf in diese beiden Wörter. Und ich umfassen alles, was ist, war und hier sein wird. Wir sind Traum und Realität, die Vorstellung und das Unvorstellbare. Und was machst du dann hier in einer Kneipe? Nun, ich beobachte die Gezeiten der Sterblichkeit. Und was siehst du? Ihr Sterblichen seid wie Wespen. Ihr errichtet euer Leben, eure Nester auf dem schwächsten Ast. Und wenn der Wind an eurem Heimnest rüttelt, versucht ihr, ihm einen tödlichen Stich zu versetzen, anstatt euren törichten Fehler zu bemerken, den selbstverschuldeten Schaden wieder gut zu machen und aus Erfahrung zu lernen, schadet ihr denjenigen, die das Pech haben, in eurer Nähe zu sein, wenn es euch schlecht geht. Ich rate dir, sowie allen anderen Sterblichen, hört auf, euch wie Insekten zu verhalten und lebt wie empfindsame Wesen. Ich werde darüber nachdenken. In der Zwischenzeit könntest du mir noch ein paar Fragen beantworten. Erzähl mir etwas über dich. Ich bin O, ja, das hatten wir schon. Na gut, ich will wohl nicht weiter darauf eingehen. Hast du vielleicht Ferret, den Sammler, gesehen oder von ihm gehört? Ich weiß, wo er steckt. Kann dir aber nur sagen, dass er nicht weit weg ist. Du findest ihn im Stock, unter dem Schleier des Geheimnisses. Das war jetzt nicht sehr hilfreich, aber wir wissen ja eigentlich schon, wo er ist. Nämlich auf dem Sammlerplatz. Erzähl mir was über die Gäste dieser Taverne. Die Gäste hier sind zwar sehr verschieden, aber doch alle sterblich. Und wie bei allen Sterblichen sind ihre Gedanken beschränkt. Theoretisch könnten sie jedoch die ultimative Wahrheit erfahren. Aber eins kann ich dir sagen. Du könntest hier einen Gefährten finden, den du ins Herz schließt. Zumindest soweit dies bei dir möglich ist. Na gut, einen Gefährten haben wir schon gefunden. Vielleicht meint er ja ihn. Und sonst können wir ihm nur noch über das Journal fragen. Da er ja ein höheres Wesen ist, kann es uns da vielleicht helfen. Weil jeden Sterblichen, den wir fragen, der wird einfach nur das für ein Buch halten und Bücher sieht man überall mal rumliegen. Wie sollen die denn wissen, dass es unser Journal ist und wo es abgeblieben ist? Aber er, vielleicht weiß er ja was. Ich suche nach einem Journal, dringend. Weißt du vielleicht, wo ich es finden könnte? Ich weiß, wo du es findest. Aber es steht mir nicht zu, es zu verraten. Du kannst versichert sein, dass du es finden wirst. Genau wie den Mann, den du suchst. Was weißt du davon? Ich weiß, dass deine Reise nicht auf die Suche nach dem Journal beschränkt ist. Sie wird dich viel weiter führen bis an den äußersten Rand der Existenz. Du wirst um dein Leben und um deinen Geist kämpfen müssen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Sonst können wir ihm nicht wirklich viel fragen. Ah doch, das göttliche Alphabet. Da hatten wir letztes Mal gefragt, warum ein Bestandteil des göttlichen Alphabets denn hier in der Taverne ist. Jetzt fragen wir ihn mal über das große Jenseits. Du würdest es nicht verstehen. Kein Sterblicher würde es je verstehen. Es geht über das Vorstellungsvermögen eines jeden hinaus. Nur die mächtigsten aller Mächte können es verstehen. Und wenn sie es verstanden haben, überschreiten sie die Grenze des menschlichen Vorstellungsvermögens. Besser kann ich es nicht erklären. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Können wir da noch nachhaken? Dann heißt das, dass du alle Geheimnisse der Existenz kennst, nicht wahr? Viele davon kenne ich zum Teil. Ohne Verbindung zu meinen Brüderschwestern bin ich nichts mehr als ein Buchstabe. Allein bin ich ein Symbol, doch zusammen sind wir Sprache und Macht. Also kennst du die Geheimnisse der Existenz doch nicht? Das habe ich nicht gesagt. Ein Buchstabe allein birgt bereits eine gewaltige Macht in sich. Lass es mir dich zeigen. Er öffnet seinen Mund immer weiter. Sein Gesicht verzieht sich um Augen, Mund und Nase und dich überkommt erneut dieses Gefühl der Ewigkeit. Du verlierst dich in ihr, treibst in ihr umher, bist Teil von ihr. Als du in die Realität zurückkehrst, stellst du fest, dass O verschwunden ist. Irgendwie wurde jedoch dein Horizont erweitert. Dein Geist wurde erhellt, wenn auch nur kurz. Das war unbeschreiblich. Und er ist weg. Na gut, das war eine interessante Erfahrung. Speichern wir mal ab. LP 16.